Körperstraffen mit Ernährung, Mythos oder Wahrheit? Diese Frage stellte mir eine Userin. Da muss man wirklich sagen, eher Mythos als Wahrheit, denn Straffung nur über Ernährung zu erreichen, ist fast unmöglich. Natürlich schafft man es, über Ernährung bestimmte gewichtsregulierende Maßnahmen in den Körper hineinzutragen. Also man verliert meistens, wenn man etwas weniger isst, natürlich Kilos. Aber das hat noch lange keine körperstraffende Wirkung. Denn Körperstraffung kommt ja eher aus der Haut und aus dem Bindegewebe von unterhalb der Haut. Und das heißt, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas Straffendes letztendlich für den Körper aktiv machen. Und das heißt, leider geht Körperstraffung fast nur mit Training, mit vernünftigem Trinken und mit ein bisschen Ernährungsregulation. Also Körperstraffung nur mit Ernährung. Leider muss ich hier sagen, das funktioniert nicht. Es bleibt und ist ein Mythos.